Hallihallo, hier ist wieder Corazo, wir sind zurück in Elex, nachdem wir die Schlacht von Zarkor geschlagen haben. So, nee, das ist ein normaler Berserker. Ist hier gar nicht mehr Thorald? Die können wir jetzt alle noch plündern, ey. Danke. Oh nein, ein Separatist ist gefallen. Ah, das hat doch. Oder? Ja. Das war's. Die Verteidigungslinie ist zerschlagen. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht beendet. Nein. Sie fängt gerade erst an. Ja. Jetzt hängt alles von dir ab. Okay. Enttäusch. Du musst. Es ist. Ah, der Babel das Gleiche. Schnapp den Hybriden, bla 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 bla. Okay. Wer bist du? Einfach nur ein Separatist. Okay. So, ich bin gespannt. Das Gleiterchen ist hier. Ob jetzt doch nicht noch irgendwie Ray rausgeschlüpft kommt? Nein? Okay. Haben wir den nochmal hoffen dürfen. Warum nicht alle eigentlich jetzt mit reinstürmen, verstehe ich nicht. Warte mal, wir müssen noch die richtige Mission auswählen, dass wir auch wissen, wo wir hin müssen, nicht wahr? So. Bis nach ganz hinten durch. Oh Gott. Thumbnail! So. Oder lieber so. Oder, oder. So. Hallo, Postkarte. Okay, genug Quatsch. Da oben sind welche. Achso, lol. Das sind die Separatisten. Mann. Ich dachte so. Hier liegt einfach mal Elix rum. Alles im Hybriden, dachte ich. Man könnte ja nicht erst auf der Rampe hier was stehen lassen. Oh, Cleanbot. Ah, ehemaliger Cleanbot. Da drin ist sogar ein Teleporter jetzt. Okay. Da sind noch Wachen. Ich wollte schon meinen, irgendwas muss doch hier noch sein. Hallo Kampfmaschine, würdest du mir bitte Beachtung schicken? Nein? Kämpft die nicht gegen mich? Doch jetzt. Lol. Wissen die gerade auch nicht, was sie tun sollen, oder was? Oder denken die sich so, wir haben eh verloren, da mach ich mal lieber nix. Lol, das ist wieder eine neue Kampfmaschine. Wo kommst du denn jetzt her? Oder sind es vielleicht meine? Das wäre jetzt doof. Doch, jetzt will er kämpfen. Der hat seine Waffe gezogen. Ich verstehe es nicht so ganz, was mit den Dingern los ist. Strange. Also die Waffe ziehen sie, aber dann hört es auch teilweise auf. Oh ja, ich mähe mich durch, also ich habe damit jetzt kein Problem, ne? Da oben ist noch irgendein Kerl, der wichtig scheint. Vielleicht ist das Tarek. Tarek. Dein Erscheinen hier zeugt von deiner Stärke. Wie ich sehe, ist dein unbändiger Wille immer noch ungebrochen. Natürlich. Viele Unwegsamkeiten habe ich auf mich nehmen müssen, um hierher zu kommen. Dir muss doch klar sein, dass dein Weg hier enden wird. Ach so? Oder der deine. Die Direktive in ihrer momentanen Fassung ist fehlerhaft und wird den Alps auf lange Sicht unweigerlich zum Verhängnis werden. Wir sind schon so weit gekommen, dass nichts, was du tun könntest, etwas daran ändern wird. Du sagst wir, doch redest du eher von den Plänen des Hybriden. Ja, und das ist gut so. Das ist der einzig nachhaltige Weg für unser Volk. Die Direktive wird uns allen die nächste Evolutionsstufe bescheren. Hast du etwa auf deinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen etwas Erstrebenswerteres gefunden? Ja. Nein.
Doch. Unsere Elex-Lager sind im Übermaß gefüllt. Welche Macht der Welt wird uns jetzt noch überwinden können? Bist verblindet, kannst du Elex nicht hindern. Du bist verblendet. Der Hybrid hat deinen Geist vernebelt. Ja, das ist die Sichtweise der verwirrten freien Menschen seit jeher gewesen. Du bist schon viel zu lange unter ihnen gewandelt, um das noch zu erkennen. Achso, na denn. Ja, viele Alps haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Doch sie taten es für einen höheren Zweck. Den Fortbestand und der Evolution unserer Art. Bald schon wird der Hybrid seine Arbeit... Und ich dachte schon, die Kleriker reden viel Unsinn. Alle ...ein Teil seines neuen Zeitalters. Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Verrat? Das ist doch eher die Domäne der Primitiven aus den südlichen Ländern. Der Abschuss meines Gleiters, meine Exekution, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Alps. Das alles hat einen Ursprung. Und er ist hier im Eispalast zu finden. Du wirst mir jetzt sagen, wer dafür verantwortlich war. Du hast den einzig richtigen Pfad verlassen, als du die Beförderung zum Elexitor ausgeschlagen hast. Danach war dein Fall nur noch eine Frage der Zeit. Selbst dein eigener Vater sprach über dich von einer großen Gefahr für unser Volk. Er sprach von Verirrung und dem größten Fehler seines Lebens, dass er dich in die Welt gesetzt habe. Das hat Vardek gesagt. Was noch? Vardeks Dynastie war zu der Zeit die mächtigste am Hofe dieses Hauses. Aber aus irgendeinem Grund schien ihm das nicht zuträglich zu sein. Er hatte ein sehr emotionales Wort, wie er von deiner Person sprach. Etwas befremdlich für mich. Bis zu dem Tage, an dem er zu den Separatisten überlief. Da wurde mir klar, dass er das Elex abgesetzt hatte und dem Wahn der Emotionen verfallen ist. Wie genau lautete das Wort? Er nannte dich einen Bastard. Wer hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit? Ich habe die Räumung deiner persönlichen Dinge kurz nach deinem Absturz in Auftrag gegeben. Dein Vater wollte das übernehmen. Ob er aber schon tätig geworden ist, bevor er ins Exil ging, habe ich nicht geprüft. Verstehe. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Du glaubst, er wird dich empfangen? Dich? Den, der die höchste Auszeichnung, die wir Alps zu vergeben haben, ausgeschlagen hat? Den, der das Volk der Alps in seinen Grundfesten angreifbar machte? Er wird dich kaum in seine Kammer hineinlassen. Er hat gar keine andere Wahl. Dann ist der Schaden, den dein Exil bei dir angerichtet hat, größer, als ich bisher angenommen habe. Wie auch immer, meine Zeit der bedingungslosen Gefolgschaft deiner zweifelhaften Direktive ist vorbei. Mach, was du für richtig hältst. Geh und erfülle deine letzte Mission, die du dir selbst gegeben hast. Bald schon wirst du erkennen, wie falsch deine Einschätzungen sind. Lass mir aber gehen. Ich werde mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Hä? Mein Volk bedarf meiner Führung. Ich bin echt verwirrt, was hier abgeht. Die Gegner greifen mich nicht wirklich hier an, also die Kampfmaschinen, ne? Er lässt uns auch gehen? Ich bin verwirrt. Aber, was mich noch verwirrt ist, es gibt seltsame Andeutungen meinem Vater gegenüber. Der war ja hier auf der Treppe, glaube ich. Das würde ich gerne noch vor, dem Dings geklärt haben. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Oh, kann ich nicht. Okay. Dann gucken wir mal, was sich questtechnisch da getan hat. Da habe ich doch was gesehen, dass da was Neues kam. Gefahr fürs Volk. Vardeks Aufzeichnungen finden. Alle da drinnen. Okay, das tun wir.
der uns einfach passieren lässt, traf ich immer noch nicht. Ja gut. Ist jetzt so, würde ich mal sagen. Du bist da. Wer ist? War das der Hybrid vielleicht? Ich sehe dich. Du bist Spooky. Aufzeichnung. Deine Kinder sind wieder erwarten außerordentlich stark geworden. Was ist es? Das kriegerische Gen oder der Kampfgeist der Berserker? Mir wird langsam klar, dass ich sie beide an den Hybriden verloren habe. Sie sind nur noch Werkzeug der Maschine. Damit sind sie unerreichbar für mich. Gänzlich aus meinem Einflussbereich verschwunden. Tarek ist schon misstrauisch geworden. Wenn ich nicht bald handle, ist es vielleicht zu spät. Für uns alle. Hä? Mich erreichte gerade die Nachricht, dass Jax den Auftrag bekommen wird, den Pilger aufzusuchen. Es wird Zeit zu handeln. Außerhalb der schützenden Mauern des Palastes ist er verwundbar. Ich habe Zardom schon zum Treffpunkt bestellt. Er wird die Ausführung des Plans übernehmen. Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Ich darf diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Okay. Jax lebt. Viele Berichte aus den Ländern der freien Menschen weisen darauf hin. Noch hat Tarek keinen Verdacht. Doch das kann sich schnell ändern. Ich werde umdenken müssen. Auch wenn Kallax es nicht geschafft hat, Jax auszuschalten, ist er trotzdem die beste Option, die ich habe. Ich muss die beiden noch einmal zusammenbringen, damit Kallax seinen Auftrag endlich abschließen kann. Vielleicht habe ich ja Glück und sie kehren beide nicht wieder. Mein Plan ist gescheitert. Jax ist unauffindbar. Es heißt, er kämpft nun für die freien Menschen gegen sein eigenes Volk. Ich habe keine Wahl. Ich muss den Eispalast verlassen und ihn finden, bevor Tarek davon erfährt. Denn das wird er. Früher oder später. So oder so wäre das mein Todesurteil. Das Exil und die Separatisten sind meine einzige Chance. Vardek also. Mein eigener Vater steckt schlussendlich hinter dem Ganzen. Meine Havarie. Meine Exekution. Mein Kampf gegen Kallax. Die Bastarde, die Vardeks Stellung am Hofe des Palastes sichern sollten, wurden ihm am Ende zum Verhängnis. Das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann weiß ich, wem wir später auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf die Pelle rücken müssen. So, wir müssen weiter. Du hast deine Stärke wieder erlangt. Nur etwas anders als erwartet. Ich werde mir eigentlich immer sicherer, dass es der Hybrid ist, der mit uns redet. Wer sollte es sonst sein eigentlich? Komm zu mir. Wir haben viel zu besprechen. Bevor ich hineingehe, würde ich sagen, beende ich diese Folge. Ich weiß, es ist ein bisschen früh. Aber ich denke mal, ansonsten überziehen wir wieder sehr stark und das möchte ich nicht. Deswegen machen wir jetzt hier eine kleine Folge draus. Und bei der nächsten wird es, denke ich mal, ein bisschen länger wieder. Ich denke mal, es kommt jetzt zum Showdown, Leute. Wir sind gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.